Ich hatte euch ja schon im alten Jahr versprochen, dass wir mit dem Hebräerbrief noch nicht abgeschlossen haben. Denn wir haben eleganterweise ein Kapitel so umschifft, sind dann irgendwann von Kapitel 11 auf Kapitel 13 gekommen, haben so ein bisschen Bezug genommen in Kapitel 13 auf das 12. Kapitel. Aber wir wollen in den nächsten Wochen, den nächsten Sonntagen, dieses Thema Hebräer 12 nochmal vertiefen unter einer ganz speziellen Thematik, die lautet: In der Kampfbahn des Glaubens, heute, morgen Aufsehen auf Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch bei dem Thema Kampf geht. Seid ihr kampfesmüde? Irgendwo hat man irgendwann die Nase voll. Wir haben es satt, über Kämpfe nachzudenken. Ist das Leben nicht schon sowieso schwer genug? Aber eins ist eine Tatsache, wir können diese Thematik des Kampfes nicht aussparen, denn da, wo ich Glauben lebe, ist das in einer säkularen, gefallenen, kaputten Welt eindeutig eine immer umkämpfte Sache. Nur aus diesem Hintergrund heraus. Bei all den anderen Dingen, die noch dazukommen, ich möchte jetzt an das letzte Jahr 2020 erinnern, das ja von einer bestimmten Thematik noch lange nicht beendet ist, das Thema Viren. Ist das das, was Gott geschaffen hat? In seiner ursprünglichen Form, ist das das, was im Paradies war, dass ein Adam Angst haben musste, irgendeinen Virus zu bekommen? Ich merke, auch hier gefallene Welt, Bakterien, die heute rumschweben, ist ein anderes Thema. Die können auch ganz schön lästig werden. Viele haben das schon auf sehr unterschiedliche Art und Weise erlebt. Gefallene Welt, sogar außerhalb des Glaubens. Das, was wir an Tsunamis, an Vulkanen, an Erdbeben erleben. Auch wir leben hier in der Rheinebene auf einem, in Anführungszeichen, Pulverfass, historisch gesehen. War schon mal hier ein Erdbeben und es kann irgendwann, wir wissen nicht wann, wieder so ein Erdbeben kommen. Ist das das, was Gott im Paradies geschaffen hat? War das im Garten Eden? Ich glaube kaum, dass das ein Thema war. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Thema Unfriede unter den Menschen. Seid barmherzig, haben wir gerade gehört, untereinander. Und da merken wir doch, wie aktuell dieses Thema ist, dieser ständige Kampf letztlich auch mit mir persönlich. Und wenn wir jetzt von Weihnachten kommen, ich weiß, es ist zwar jetzt eher Jahreswechsel dran, das Thema, aber ich möchte doch das Thema Weihnachten noch einmal kurz erwähnen. Was war denn, als Jesus damals in diese Welt kam? In diese unsichere Welt, in dieses Leben des Mitkampf, das gehörte dazu damals schon. Bevor er geboren wurde, mussten sie damals von Nazareth nach Bethlehem reisen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und die hatten kein ICE, die hatten kein schönes Auto, das beheizt ist, das vielleicht, je nachdem wie die Temperaturen sind, auch Klimaanlage hat. Es war kein Komfortreisen. Die Mutter, die nicht wusste, ob sie noch mit der Geburt warten kann bis Bethlehem, diese Angst, die ständig da war, was kommt da auf mich zu, auf uns zu, hat Jesus von Anfang an erlebt. Nur weil irgendein Herrscher, so ein Augustus, der es vielleicht sogar von seiner Warte aus gut gemeint hat, diese Volkszählung, hier was in Bewegung brachte, das viele Menschen in Schwierigkeiten brachte. Jeder musste zurück zu seinem Geburtsort, da wo die Familie, dieser Familienursprung ist. Das war ein Aufwand. Heute darfst du nicht reisen, dann musst du es reisen. Ganz verrückte, crazy Sachen, die damals schon waren, da merken wir, wir sind im Livestream angekommen. Das ist unser Leben. Und das geht euch doch genauso, oder nicht? Und nochmal mit Sicherheit nicht nur zum Thema Corona. Das ist ein Hauptthema, ist ganz klar, das uns beschäftigt. Wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Heute Morgen war schon wieder so die Tendenz, dass die Bundesländer, die diese Zeit um 14 Tage, Baden-Württemberg um 3 Wochen verlängern wollen, bis Ende Januar. Warten wir es ab, was da am kommenden Dienstag bei rauskommt. Harren wir der Dinge. Da merken wir, es ist noch lange nicht abgeschlossen. Es ist einfach noch vieles unklar.
Wir wollen heute Morgen Hebräer 12, Vers 1 und 2 anschauen, einfach mal zu sehen, was uns dieser Text zu diesem Thema in der Kampfbahn des Glaubens leben und aber in diesem Kampf, in dieser Kampfbahn auf Jesus schauen, ihn nicht aus dem Auge verlieren. Das hat einen ganz wichtigen Grund, denn wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem, und zwar ein richtiges. Schauen wir uns aber den Text an, Elberfelder Übersetzung, revidierte Ausgabe. Da heißt es, deshalb lasset uns auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Soweit dieser Text aus Hebräer 12, 1 und 2. Wir müssen wissen, nochmal einfach als Hintergrund, das als Background, dass ja das die Antwort ist auf Hebräer 11. Da wo der Schreiber des Hebräerbriefes klipp und klar andeutet, nochmal, ich denke, dass es Paulus ist, aus verschiedenen Gründen, ich hatte es ja erwähnt, bei der Betrachtung vom Hebräerbrief, aber das sind sehr unterschiedliche Aussagen, ist auch nicht so wesentlich, dass eben der Schreiber skizziert hat, wie der Glaube Menschen verändert hat, wie er den Menschen die Chance gab, auf Ziele zu schauen, die ohne diesen Glauben unmöglich sind. Die Zeugen des Glaubens. Und da merken wir schon, dass auch da Spannungen im Leben waren. Es war ein Glaubenskampf. Ein Abraham. Gehen wir mal ganz konkret auf diese Person kurz ein. Dieser Mann, der in gesicherten Verhältnissen lebte. Und zwar so sicher, dass es etwas Undenkbares, Unmögliches ist, zu sagen, jetzt geh aus diesem Verhältnis heraus, lass alles zurück, was du hast, die ganzen Sicherheiten, die du hast. Geh aus diesem Land Ur in Chaldea, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann mit 75. Nicht mit 18 oder 20 oder 25 oder 30, wo man vielleicht noch einen neuen Schritt wagt, nochmal was ganz Neues versucht. Das war herausfordernd. Das war der Kampf, die Kampfbahn des Glaubens für diesen Mann. Er ist darauf eingegangen. Und der Schreiber bezeichnet ihn als ein Vorbild des Glaubens, eine Mose, der die Reichtümer Ägyptens lieber links liegen ließ und sagte, nein, ich möchte diesen Weg gehen, der Schmach Christi. Der hat die Reichtümer Ägyptens links liegen gelassen und gesagt, die sollen machen, was sie wollen. Aber das war ein Kampf, das ist ein Spannungsfeld. Und wenn wir jetzt unseren Text hier anschauen, dann merken wir, das ist das, was damals in der Gemeinde der Fall war und das wir heute auch erleben. Und mir ist es sehr wichtig, dass wir diese Grundtendenzen, die jetzt im Hebräerbrief in Kapitel 12 wiedergegeben werden, auch uns ganz persönlich zu Herzen nehmen. Hier geht es darum, dass wir lernen, in einem Glaubenskampf zu stehen. Denn Gefahren sind da. Wie heißt hier, umstrickende Sünde, mangelnde Ausdauer, falsche Blickrichtung, dass wir viel zu sehr auf unsere Probleme achten als auf Jesus, deshalb aufsehen auf Jesus. Das sind die Dinge, die hier beschrieben werden und die uns zeigen, wir sind herausgefordert, und zwar richtig herausgefordert, uns in Frage zu stellen. Und die nächste Frage, die damit verbunden ist, welche Konsequenzen will ich aufgrund dieser Thematik auch für mein Leben heute und für die Zukunft ziehen? Aber wie fing alles an? Ich möchte dazu einen Text aus Römer 10 vorlesen, damit wir so ein bisschen diesen Weg auch beschreiben können, der dazu führte, dass der Schreiber vom Hebräerbrief dieses 12. Kapitel in solch einer Massivität hier mit einbringt. Da heißt es, so ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das heißt, Glaube kommt aus der Predigt, der kam aus der Predigt. Wir sitzen hier, weil Glaube aus der Predigt herauskommt. Und die Predigt, woraus? Aus irgendeinem philosophischen Gedanken irgendeines Typen oder einer Typesse, sondern aufgrund der Tatsache, weil Gott sein Wort uns gegeben hat, eben dieses Wort der Bibel.
Und die Predigten sollen aus dieser Bibel herauskommen, nicht aus irgendwelchen anderen Ideen und Vorstellungen. Oder was heute momentan so ein bisschen Mode ist, dass wir Märchen als Predigtgrundlage nehmen. Das kann man in der Kinderstunde machen, wenn es nicht um das Wort Gottes geht, um biblische Verkündigung geht, dann kann ich mal ein Märchen erzählen oder vorlesen, aber das war es dann schon. Das hat im Gottesdienst und in einer Kinderstunde nichts zu tun. Da brauchen wir keine Märchen, da brauchen wir biblisches Wort, klarer Bezug zu dem, was Gott will und nicht, was Rotkäppchen denkt oder sagt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Der Predigt aus dem Wort Gottes. Da beginnt unser Leben. Und da werden uns die Vorzüge der Gemeinde und der Menschen gezeigt, die Gott beruft. Und ich möchte uns die einfach mal vorstellen. Einfach, dass wir ein Gespür dafür bekommen, was uns hier geschildert wird. Wir können nicht hoch genug und groß genug von denen denken, die an Jesus glauben. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns in besonderer Weise untereinander lieb haben. Wenn wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, natürlich, das ist Voraussetzung. Wenn ich wirklich weiß, ich habe Vergebung meiner Schuld und Sünde, dann bin ich ein Erlöster, der diesen besonderen Segen der Gnade Gottes erfahren hat, und dann kann ich nicht hoch genug von denen denken, die auf diesem Weg sind. Denn was sind sie? Ich habe hier ein paar Dinge mal aufgeschrieben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die ganzen Bibelstellen dazu schreiben noch und sagen, wenn ihr Lust habt und Interesse habt, kann ich die gerne noch mitgeben. Einfach das, was die Bibel über Gläubige sagt, über Menschen, die eine Beziehung zu Jesus haben. Sie sind errettet, Versöhnte, Befreite, Gesegnete, Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Wenn du einen Bezug zu Jesus hast, bist du ein Geliebter, von Gott geliebt, in besonderer Weise. Ein Gefäß seiner Gnade. Wir dürfen Ausdruck der Gnade Gottes sein. Bist du dessen bewusst, was für ein Adel du hast? Du darfst ein Gefäß Gottes sein, ein Gefäß der Gnade Gottes. Ein Sohn, oder wir sind Söhne des großen Vaters im Himmel. Es gibt keine bessere Vaterschaft als die bei unserem Herrn. Wir sind Königskinder. Mit Begründung des Hauses hier war, dass sich Gläubige mal endlich als Königskinder fühlen dürfen. Das war mit ein Beweggrund von Böhmele damals, als er dieses Haus bauen ließ. Und so wurde man auch empfangen. Königskind sein, das sind wir. Wir dürfen uns dessen immer wieder bewusst sein. Du bist ein Königskind, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast. Und wir sind natürlich das tollste Himmelsbürger. Wir haben einen Bezug zu dem, was kommt in der Herrlichkeit. Es gibt einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte, eben auf der einen Seite diejenigen, die in die Ewigkeit dürfen zu Jesus, unserem Herrn, und die anderen, die eben in die ewige Verdammnis kommen, wie es 2. Thessalonicher 1 sagt, die eben keinen Bezug zu ihm haben. Aber das sind wir. Und jetzt könnt ihr Psalm 16, Vers 3 nochmal euch vor Augen halten, das, was hier jetzt an der Wand steht, die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Das ist das, was der Psalmist hier im Auftrage Gottes zusammenfasst. Das sind wir. Das sind wir vor unserem Herrn. Das sind mega Aussichten, das sind mega Grundlagen, auf denen wir stehen. Sind wir uns dessen bewusst? Meine Frage an uns heute, sind wir uns dessen bewusst? Denn wenn mir das wirklich bewusst, wenn mir das zu Herzen geht und nicht nur hier im Kopf, auf das Thema komme ich gleich noch. Wenn es wirklich vom Kopf ins Herz rutscht, dann verändert das mein Leben. Wenn ich weiß, dass ich ein Sohn des großen Vaters im Himmel bin, wenn es wirklich im tiefsten Sinne verinnerliche, dann hat das eine Veränderung in meinem Leben zur Folge. Oder hapert's da vielleicht? Frage. Und da möchte ich jetzt ansetzen. Da setzt der Hebräerbrief an, Hebräer 12. Im Vorfeld ist klar, dass wir, wenn wir diese Beziehung zu Jesus haben, dass wir
ewiges Leben besitzt. Und nun geht es darum, dass sich dieses ewige Leben auswirkt. Und ich bin ganz offen, das ist mit auch ein Beweggrund gewesen, Hebräer 12 nochmal zu vertiefen. Ich bin erschrocken darüber, wie das Reden Gottes in unserer Geschichte, in unserem Leben, in unserem Umfeld, in Deutschland, in Europa, in dieser Welt, fast nichts verändert in unserem Leben. Wir erleben so das Reden Gottes, so massiv, so klar, so eindeutig, aber es geschieht keine Erweckung. Europa ist der einzige Kontinent bis zum heutigen Tage, in dem keine Erweckung stattfindet. In Asien gibt es einige. Zum Beispiel in Südamerika auch. Es ist erstaunlich, wie das Reden Gottes auch aus der Geschichte, aus dem Umfeld, bis hin zu Corona jetzt, an uns vorbeigeht, anstatt es als ein Reden Gottes anzusehen. Ein Aufruf zur Buße, ein Aufruf zur Veränderung. Was ist trotzdem als Konsequenz zu sehen, dass der irdische Sinn der Gemeinde, ich gehe jetzt von dem Leib Christi aus, nochmal nicht christliche Gemeinde so im säkularen Bereich, es gibt ja viele Christen heute, immer noch 40% der Deutschen sind Christen, in Anführungszeichen, ich meine nicht die. Ich meine diejenigen, die wirklich eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus haben, dass der irdische Sinn und den Gläubigen sehr ausgeprägt ist. Ich will es auch kurz beschreiben, in welchen Bereichen. Dass es eine Verweltlichung innerhalb der Gemeinde gibt, die ist sagenhaft. Ein Sorgengeist, den ich feststellen kann, der ist auch sagenhaft. Und ein kleingeistiges Ich-Bezogensein, das ist auch sagenhaft. Eine Verkrampftheit, ein Verliebtsein, manchmal auch in alte, biblisch nicht beweisbare, starre Formen. Weil es immer so gemacht wurde, machen wir es auch weiterhin so. Und ich sage diesen Leuten, hier ist die Bibel, jetzt zeig mir das, wo das hier in der Bibel steht. Sie können es nicht beweisen, aber sie halten dran fest, auch wenn es vielleicht was anderes wäre, was jetzt dran wäre. Und da merke ich, dieser Aufruf, dieses Kampffeld wahrzunehmen, in dem wir stehen, auch das Überbetonen zweitrangiger Dinge, dass wir uns in Dingen festbeißen, die so zweitrangig sind, dass sich nicht lohnt, eine Bruderschaft oder eine Schwesternschaft dadurch kaputt zu machen. Man kann manche Dinge sehr unterschiedlich sehen. Und ich bitte uns von Herzen, lassen wir Zweitrangiges bleiben. Und machen nicht aus der Form eines Abendmahls zum Beispiel jetzt oder aus der Frage, wie wir uns zu benehmen haben, wie wir uns zu kleiden haben, Fragen, die zweitrangig sind im wahrsten Sinn des Wortes. Und vergessen dabei, dass wir einen Auftrag haben. Das ist die Taktik des Teufels, uns auf Nebensächlichkeiten zu führen. Und wir merken es oft gar nicht. Wir sollten vielmehr das, was der Psalmist uns mitteilt, was er uns an Mut zuspricht, sagen. Wir brauchen, Gottes Volk braucht ganz dringend ein neues Erwachen. Wir brauchen ein neues Erwachen, ein Wachwerden im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist das, was der Hebräerbrief uns hier ganz, ganz warm ans Herz legt. Schaut euch doch das Reden Gottes an, wie es Psalm 46, Vers 9 sagt. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden und wir gehen daran vorbei, als ob das nichts wäre. Glauben wir denn ernsthaft, dass zum Beispiel die ganzen Dinge, die momentan in dieser Welt geschehen, nochmal inklusive Corona, an Gottes Augen vorbeigehen? Egal was ist, jedes Drama, das wir in dieser Welt sehen, muss an Gottes Augen vorbei. Und er will gerade in solchen Dingen seine Macht beweisen, seine Größe beweisen. Er will uns wachrütteln. Wo ist das Entsetzen jetzt im positiven Sinne?
nicht angstmachend. Das Entsetzen in unserem Leben wird nicht noch der Fall. Sind wir taub geworden, dass wir dieses Reden Gottes nicht mehr hören? Wie sollte Gott denn reden, bis wir den Ernst des Lebens, den geistlichen Ernst des Lebens entdecken? Was muss er noch tun, dass wir bereit sind, uns auch da in Frage zu stellen? Ich gehe sogar so weit, dass ich mir die Frage stelle, wie soll Feuer entstehen, wenn wir selbst nicht brennen? Das ist eine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in den letzten Tagen gemacht habt, dass ihr immer wieder Kerzen angezündet habt. Wenn das Streichholz nicht brennt, nützt das ganze Anzünden nichts. Ja? Ich habe gestern so ein paar Streichhölzer gehabt, die hätte ich am liebsten gleich in den Müll geschmissen, weil sie eben nicht ihre Aufgabe berufen haben, getan haben, umgesetzt haben. Es war alles andere als ihre Berufung entsprechend zu brennen. Da konnte ich reiben, wie ich wollte, hätte ich meine Finger wund reiben können, das kam nichts. Und so ist man mal geistlich. Das ist das, was wir hier wahrnehmen müssen. Wie soll Feuer entstehen, wenn wir selber nicht brennen? Das ist eine Frage. Wie soll das entstehen? Das, was in dieser Welt an satanischen Dingen passiert, was die Geschichte aufwühlt, müsste uns wach machen, dass wir unsere Stimme anderen mitteilen und sagen, was Gott dazu denkt. Wir müssen aus unserer falschen Ruhe rauskommen, heraus aus diesem heiligen Nichtstun, heilig in Anführungszeichen, dieses Schlafen, weiter schlafen. Neu lernen, unser Christsein zu leben, eben auch als Lauf zu verstehen. Wie sagt 1. Korinther 9, Vers 24, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Hier geht es nicht in diesem Vers um die Frage, in den Himmel kommen oder nicht. Hier geht es nur darum, dass nicht jeder, der in den Himmel kommt, diesen Preis empfängt. Und Paulus setzt alles dran, das zu tun. In Vers 26, gerade zwei Verse weiter, heißt dann in diesem Korintherbrief, ich laufe nun also, jetzt sagt Paulus von sich aus, um die Korinther zu motivieren, jetzt gehe ich an die Sache ran, ich laufe. Oder in der Apostelgeschichte Kapitel 20, 24, nur als kleine Information für euch noch, da sagt dieser Paulus damals in einer ganz, ganz wichtigen Rede, ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben. Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben. Und ich könnte jetzt noch einige Stellen zitieren, aus dem Philipperbrief, aus dem 2. Timotheusbrief, hier Hebräer 12, Vers 14 zum Beispiel, einfach noch als Zitat, da heißt hier, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist ein Laufen, ein Nachjagen. Da sind wir gefordert, herausgefordert. Auch hier, wenn ihr noch stellen wollt, ich kann euch noch genügend, wie gesagt, von Philipper 2, 3, 2. Timotheusbrief, einige nennen, wo Paulus genau das Gleiche noch einmal unterstreicht. Ich jage dem nach. Er ist in diesem Lauf drin und er stellt sich als Person zurück. Um der Sache willen setze ich alles ein, um das Ziel zu erreichen. Wie sieht das aus konkret? Das wäre die Frage, wie sieht das aus? Und da gibt er auch einige Hinweise. Hier in Hebräer 12, ich möchte noch mal einige nennen, dass es um Bewährung geht in Schwierigkeiten und Leiden. Wie bewähren wir uns oder können wir uns bewähren in Schwierigkeiten und Leiden? Dass wir den Sorgengeist ausschalten. Dass wir bestimmte Ängste und Sorgen haben, ist normal. Aber dass wir den Sorgengeist, dass wir dem keinen Raum geben sollten und dürfen, das ist wohl eindeutig. Dass wir lernen, Herr, gib mir die Kraft, dass ich das ausschalte, dass ich die Kraft habe, Nein zu sagen zu dem Sorgengeist, der mich so verrückt macht und ich nicht mehr auf dich blicke. Lass uns aufsehen auf Jesus. Oder überwinden alle
Ermüdungserscheinung, das ist das, was ich momentan so feststelle. Ob das Gebetszeiten sind, ob das Intention des Glaubens ist, dass ich meinen Glauben leben möchte. Ich merke, wie sehr da Ermüdungserscheinungen da sind. Überwinden wir sie. Dann die Zeugnisbereitschaft und den Missionsgeist. Sage ich etwas von dem, was mir der Glaube wert ist? Jedes Vereinsmitglied, das begeistert ist von seinem Verein, wird irgendwelchen Dritten und Vierten sagen, wie toll das ist in diesem Verein. Und wir schweigen. Oder Bruderliebe und Heiligung. Wir haben gerade gelesen, Hebräer 12, 14. Jaget der Heiligung nach. Bruderliebe. Leute, da fehlt's. Nochmal, dass es fehlt, ist die eine Seite, aber dass ich dann dabei stehen bleibe. Ich sage, Herr Jesus, du siehst, ich habe hier völlig versagt. Ich habe eine Reaktion an den Tag gelegt, die ist unterstes Niveau. Gib mir die Gnade, dass ich ein Zeugnis bin für dich, dass ich diesen Menschen lieben kann. Gebetsleben, wie sieht es da aus in deinem Leben? Der Bezug zum Wort Gottes. Das sind praktische Konsequenzen, die hier erwähnt werden. Ich möchte hier noch etwas Persönliches weitergeben, was mir in den letzten Monaten nochmal ganz neu aufs Herz gelegt wurde. Es ist ja so, dass wir gerade im pietistischen Bereich, da wo wir sehr wortbezogen sind, auch sehr stark in der Gefahr sind, dass wir nur noch vom Kopf her unseren Glauben verstehen. Und ich weiß, auch in meinem Leben, dass es mir sehr wichtig ist, Zusammenhänge zu erfassen. Nochmal, ganz wichtig. Ohne Wort Gottes, eine klare Ausrichtung, ein klares Wissen darum, kann ich Glauben nicht leben. Es geht nicht, beim besten Willen nicht. Aber das ist nicht alles. Glaube muss auch weitergehen, muss über heilsgeschichtliche Entwicklungen, die wir festhalten müssen und können, hinausgehen und auch in mein heutiges Leben eine Auswirkung haben. Das, was mir heute wichtig ist, dass wir merken, Gottes Taten verändern unser Leben. Die nehme ich wahr in meinem Leben. Wie er gewirkt hat im Jahr 2020, zu reflektieren, da hat er gewirkt, da hat er verändert. Ich möchte uns diesen Satz mitgeben, Gottes Taten sind nicht nur um uns und über uns, sondern zugleich in uns. Und vielleicht beschränken wir uns manchmal zu oft auf das um uns und über uns. Nur mal, das ist natürlich die Grundlage, ist klar. Ohne das Wirken Gottes, das außerhalb meines Seins geschieht, kann ich kein Christ sein, es geht nicht. Aber dieses Wirken Gottes will in mein Leben, in dein Leben hineinwirken und echte Veränderung schaffen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Das ist das, was Hebräer 12 eigentlich will, dass wir Erweckung erfahren auf diesem Gebiet. Wichtig ist folgende Erkenntnis, dass natürlich auch keine Veränderung ohne Jesus stattfindet, ohne unseren Herrn. Das ist eine Tatsache. Gerade das muss uns bewusst sein, dass wir auch in ihm die Quelle haben. Ich kann mich selber nicht verändern. Ich brauche auch dazu ein Andocken an die Kraft Gottes. So wie ich jeden Toaster, jeden Eierkocher, jeden Mikrowellenherd an die Stromleitung anschließen muss, sonst kann ich mein Essen lange in den Mikro reinstellen. Es wird schlecht, aber nicht warm. Ich kann Eier in Eierkocher reintun, die liegen da 3 Wochen noch. Lieb und brav verändern sich nicht, nur sie werden schlecht. Irgendwann. Kann ich machen. Und so ist auch in meinem Leben. Ich versuche es zwar vielleicht immer wieder, in dieser Gesetzlichkeit, in der Selbstmotivation, aber das bringt nichts. Ich brauche die Hilfe Gottes. Hosea 14, Vers 9 sagt, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt.
Ich bin wie ein grüner Wacholder. Nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Das ist der Bezug zum Herrn. Nur in ihm. Johannes 15, auch nochmal. Weinstock und die Reben, nur an ihm bringen wir Frucht. Alles hängt vom Herrn ab. Warum? Auf das, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wir haben später nichts zu rühmen. Wie toll war ich? Oh, habe das klasse gemacht. Habe das durchgehalten. Ich habe die entsprechende Struktur gehabt. Mir was zusammengelegt. Habe mich in Askese geführt. Nein, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Ich möchte nur einige zusammenhängende Dinge als Zusammenfassung weitergeben. Was ist die Konsequenz daraus? Das Erste, lasst uns einfach aufsehen auf Jesus. Damit beginnt der Kampf. Ich blicke auf ihn, auf Jesus, der zum Sieg führt. Und bitte, nehmt das mit, nur er führt zum Sieg. Ich kann mit dem Teufel nicht ringen und kämpfen. Das geht nicht, das kannst du vergessen. Der Teufel hat einige Jahrtausende Menschheitserfahrung. Der ist viel weiter wie du. Da fehlt das komplette Umfeld, um das fassen zu können, mit welch einer List der Satan auf uns zukommt. Wir brauchen die Bewahrung des Herrn. Und wir wollen als Zentrum auch nehmen, dass wir eben diesen Namen Jesus bekannt machen, auch in unseren Gemeinden. In unseren Kreisen, Hauskreisen, in Gebetskreisen, haltet euch an Jesus. Es ist interessant, wie in der Evangeliumshalle in Chicago von Moody dieser Vers steht. Die größte Freude im Leben ist, Jesus Christus bekannt zu machen. Steht so als wie so ein Banner über diesen Saal. Das ist das Größte, dass ich diesen Jesus bekannt mache und ihn euch Mut mache, auch euch Mut mache jetzt heute Morgen, dass ihr wisst, bei ihm könnt ihr euch andocken. Er ist die Quelle des Lebens. Und er möchte, dass wir erwachen heute Morgen und uns neu aufmachen, in Jesus zu leben. Lasst uns aufsehen auf ihn. Für alle neutestamentliche Schreiber ist Jesus Christus der Lebendige und Alleinige. Das alleinige Universalheilmittel gegen jeden Schmerz. Bitte, bitte nehmt das mit. Es gibt keine Alternative zu diesem Schmerzmittel oder Heilmittel. Nur er ist derjenige, der heilen kann. Wir kommen zum zweiten Schritt. Jesus enttäuscht nie. Möchte nicht stehen lassen, nur alleine, sondern noch ein Nachsatz. Jesus überrascht nur. Nehmt das auch mit. Es kann sein, dass ihr betet und ringt und er wird euch nicht enttäuschen. Da, wo ihr enttäuscht seid, seid ihr getäuscht worden von irgendwelchen eigenen Erwartungen, die ihr hattet. Jesus überrascht nur. Wie oft ist es so, dass manche Wegstrecke ihr nicht nachvollziehen könnt, auch in eurem Leben persönlich, wo ihr denkt, Mensch, was soll das jetzt? Ist nicht kompatibel mit eurem Denken, mit eurem Verständnis. Wir tun uns schwer, Gottes Wege zu verstehen. Wir haben es gerade von Marcel gehört. Verstehe ich nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Und andere Wege, die wir in den letzten Wochen und Monaten miteinander erlebt und durchlitten haben. Eins muss uns klar sein. Er, der Herr, ist der, der uns eben, nehmt das bitte mit, nicht enttäuscht. Er überrascht nur, indem er manchmal andere Wege geht, als wir uns das vorstellen. Oder einen anderen Zeitplan hat, wie wir uns das vorstellen. Und nehmt noch eine Wahrheit mit. Er tut nie weniger, als er versprochen hat. Dass ihr zu dem Schlussbekenntnis kommt, was schon die Königin von Saba gesagt hat, als sie damals beim Salomo war und hatte gehört, von dem, was Salomo an Reichtümer hatte. Und ich sage euch, wenn ihr euch auf Jesus richtig einlasst, wenn ihr so richtig euch hingebt an diesen Herrn, werdet ihr genau das gleiche Ergebnis haben. Man hat mir die Hälfte nicht mal gesagt.
nicht mal die Hälfte. Es ist viel mehr als das, was nur ansatzweise irgendwie rüberkam. Es ist nicht einmal ein kleiner Bruchteil von dem, was uns gesagt wurde, was ich jetzt persönlich auch erleben darf. Der dritte und letzte Schritt noch als Zusammenfassung. Segnungen Gottes sind auf Steigerung angelegt. Hört sich auch ein bisschen komisch an vielleicht, aber ich möchte diesen Gedanken bewusst so stehen lassen. Und dazu müssen wir nochmal uns an einen Vers erinnern, den wir in Hebräer 12, Vers 2 finden. Wir sollen hinaufschauen oder hinschauen auf Jesus. Es geht um ein Hinblicken auf Jesus und damit auch zugleich ein Wegblicken von allem anderen. Nur wenn ich meinen Blick auf Jesus zentriere, wird das andere, was jetzt mein Herz vielleicht so beschwert, kleiner. Anders ist das nicht möglich. Und so ist es auch im ganz normalen Leben. Ich kann auf alle möglichen Dinge schauen. Einer, der eine Spinnenphobie hat, wird in einem Zimmer mit 50 Quadratmetern nur die eine Spinne irgendwo in der Ecke sehen und das wunderschöne Essen, vor dem das ihm vor ihm aufgebaut wird, völlig ignorieren. Und so machen wir es manchmal auch im Glauben, dass wir uns auf Dinge fixieren. Wir müssen unseren Blick wegnehmen von dem, was uns sonst beschäftigt, um auf Jesus zu blicken. Hinblicken auf Jesus. Das ist das, was hier unser Text uns empfiehlt, so als letzter Hinweis, als Einstieg, um dieses 12. Kapitel uns mitzugeben. Aber die Ausgangslage von diesem dritten Zusammenfassen war ja, die Segnungen Gottes sind auf Steigerung angelegt. Jede Erfüllung ist zugleich immer mit einer Verheißung auf Größeres verbunden. Das muss uns klar sein. Wenn Gott eine seiner Verheißungen erfüllt, ist immer noch was Größeres in der Hinterhand. Gott ist derjenige, der niemals an das Ende seiner Möglichkeiten kommt. Er hat die Fülle. Er kann aus seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade. Diese Fülle, die können wir nicht mal ansatzweise fassen. Gott ist niemals an das Ende seiner Möglichkeiten gekommen. Niemals. Er hat immer noch Möglichkeiten. Deshalb steht auch das Herrlichste noch bevor. Wir haben schon vielleicht viele schöne Dinge erlebt mit Jesus, aber das Beste kommt noch. Diesmal Fritz Rieke in einem seiner Bücher beschrieben hat, das Schönste kommt noch. Die Herrlichkeit kommt noch. Deshalb heißt es auch in Johannes 1 zum Beispiel, Vers 16, von einer Herrlichkeit zur anderen. Es wird immer besser. Es bleibt nicht konstant. Wenn es nur konstant läuft, möchte ich euch mal mitgeben, auch zum drüber nachdenken, ist irgendwas schiefgelaufen. Es wird besser. Die Welt kann uns das nicht bieten, absolut nicht. Was mit Scheinfreude beginnt in dieser Welt, endet mit großer Enttäuschung, mit wirklicher Enttäuschung. Ich wünsche uns, dass wir diesen himmlischen Segen, diese Steigerung des himmlischen Segens immer mehr in unserem Leben wahrnehmen. Dass wir wissen dürfen, Hungernde werden gesättigt, Dürstende werden erquickt. Denkt immer dran, damit schließe ich ab, nur solche, die ihre Jesus-Nachfolge als heiligen Lauf auffassen, erreichen den Kampfpreis ihrer Berufung. Lasset uns aufsehen auf Jesus. Und ich wünsche uns, dass wir vielleicht ganz neu Feuer fangen für diesen Herrn. Dass wir neu begreifen, was es für ein Geschenk ist, diesem Herrn nachzufolgen. Nicht irgendwelchen anderen Ideologien und Weisheiten, die heute in dieser Welt verkündigt werden. Nein, wir wollen auf Jesus blicken. Lasset uns aufsehen auf Jesus, um diesen Kampfpreis zu kriegen. Deshalb laufen wir in dieser Kampfbahn und sind wir mal gespannt, was die nächsten Verse uns in Hebräer 12 dazu noch als Ergänzung zu sagen haben. Ich möchte beten.
Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns aufrufst, uns ganz neu erwecken zu lassen, dass wir erwachen, dass wir rauskommen aus der Lethargie des Alltags und uns bewusst reinnehmen lassen in diesen Veränderungsprozess, den du alleine in uns vollziehen kannst und willst. Hilf uns dabei, Herr Jesus. Lass uns etwas verspüren von deiner Herrlichkeit und Treue und Gnade. Mach uns Mut, mit dir zu leben, aus deiner Fülle zu nehmen, Gnade um Gnade. Danke, dass du uns auf diesem Wege stärkst, dass du uns Brüder und Schwestern zur Seite stellst, die uns da Mut machen und dass wir uns nicht irritieren lassen von dem, was in dieser Welt geschieht und läuft. Dass wir uns allein an dem orientieren, was dein Wort uns sagt. Lasset uns aufsehen auf Jesus, dass wir in diesem Lauf laufen, dass wir nachjagen der Heiligung, dass wir nachjagen dem Frieden gegen jedermann, dass wir lernen, Dinge loszulassen, die nicht kompatibel sind mit dem, was du in deinem Wort uns sagst. Hilf uns dabei, Herr Jesus. Danke dafür, dass du jetzt durch unsere Reihen gehst und uns reich beschenkst, dass wir erwachen, im wahrsten Sinn des Wortes. Amen.